Trinken Sie dieses Getränk morgens, um Ihren Dickdarm auf natürliche Weise von Giftstoffen zu entgiften? Wissen Sie, welches Organtyp Giftstoffe und Abfallstoffe aus unserem Körper auszuspülen? Es ist unser Dickdarm, obwohl regelmäßiger Stuhlgang dabei hilft, die meisten Abfallstoffe und giftigen Stoffe aus Ihrem Körper zu entfernen, ist es dennoch wichtig, Ihren Dickdarm regelmäßig zu reinigen, um eingeschlossene Giftstoffe zu entfernen, die sich an Ihren Dickdarmvenen fortsetzen. Wenn Ihr Dickdarm nicht gründlich gereinigt wird, kann die Ansammlung von Giftstoffen in Ihren Dickdarmvenen gesundheitliche Probleme wie Durchfall, Verstopfung, Müdigkeit, Verdauungsstörungen und sogar Sehstörungen verursachen? Heute zeige ich Ihnen als hausgemachtes Mittel, das Ihnen hilft, Ihren Dickdarm auf natürliche Weise zu reinigen und die Funktionen dieses Organs zu optimieren. Die erste Zutat des Rezepts ist Apfel. Apfel sind sehr ballaststoffreich, besonders wenn wir auf ihre Haut versehen. Ballaststoffe helfen Ihnen, den Stuhlgang regelmäßig zu halten. Menschen, die eine ballaststoffreiche Ernährung zu sich nehmen, haben eine viel verringerte Verstopfungsrate als Menschen, die eine ballaststoffarme Ernährung zu sich nehmen, und sie haben weniger Hämorrhoiden und die Fettige im Dickdarm. Darüber hinaus auch hat die Pektinphase in Apfel die Fähigkeit, dickdarmschützende Verbindungen zu verstärken und krebserregende Verbindungen einzudämmen. Nun nehmen Sie einen Apfel und schneiden Sie ihn in kleine Stücke. Geben Sie die Apfelstücke in einen Mixer. Die nächste Zutat des Rezepts ist Sellerie. Sellerie ist extrem entgiftend, da es hilft, alte Giftstoffe und Gifte auszuspülen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben. Es kann helfen, Viren, schlechte Bakterien, Pilze und Parasiten in Ihren Körper abzutöten. Dieser trägt erheblich dazu bei, einen gesunden Darm zu erhalten, ihre Verdauung zu verbessern und Blähungen zu reduzieren. Darüber hinaus auch verringert Sellerie die Fähigkeit ihres Körpers, wurde in Unfett zu brechen. Nehmen Sie nun 4 bis 5 Sellerie-Stängel und schneiden Sie sie in Stücke. Geben Sie die Sellerie-Stücke in den Mixer. Die nächste Zutat ist Spinat. Erinnern Sie sich an die Zeichnen-Chicks-Figur Hobby? Es war nicht nur Stach, sondern musste aufgrund seiner Spinat-Aufnahme auf einen ziemlich sauberen Dickdarm gehabt haben. Spinat und viele andere Blattgemüse helfen dem Dickdarm und dem gesamten Verdauungstrakt als Ganzes. Und im Gegensatz zu Brokkoli führt es nicht zu Blähungen. Jetzt Spinat in eine Tasse hacken, bis er voll ist. Gießen Sie eine Tasse Spinat in den Mixer. Als nächstes müssen Sie Petersilie zubereiten.
Mit ihrem hohen Enzymgehalt trägt Bitterstiele zur Verbesserung der Gesamtverdauung und zur effektiven Ausscheidung von Abfallstoffen bei. Außerdem stimuliert Petersilie die Verdauung und die Nierenleistung und hilft Giftstoffe und Nierensteine zu beseitigen. Es lindert auch Wassereinlagerungen, Verdauungsstörungen und Blähungen. Bereiten Sie nun etwa eine halbe Handvoll Petersilie vor und geben Sie sie in den Mixer. Die letzte Zutat dieses Rezepts ist Dill. Dillblätter sind nicht nur eine starke Vorspeise, sondern zeichnen sich auch durch hervorragende Verdauungseigenschaften aus. Die blähungshemmende Eigenschaften von Dill reduziert die Gasbildung im Verdauungskanal und reduziert dadurch Blähungen. Sie müssen nur als Dillstänger in den Mixer geben. Zum Schluss eine Tasse Wasser hinzufügen. Alle Zutaten miteinander vermixen, bis eine glatte Mischung entsteht. Gießen Sie das Getränk in eine Tasse und genießen Sie es. Ich empfehle es kurz vor dem Frühstück oder als Snacks am späten Morgen zu trinken.